Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dwarf Fortress. So, schauen wir mal. Wir haben hier inzwischen 38 Einwohner. 20 hatten wir und 18 haben wir hinzubekommen. Die sind inzwischen auch bei uns angekommen. Wir sehen sie hier zum Beispiel in Form von, klicken wir mal den hier an. Der sieht aus wie ein, genau, Animal Trainer. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Schäfer. Wir haben hier oben ganz viele Leute. Ja, was ist denn das für einer? Ein Jäger. Wir haben Woodcrafter. Hier vorne ist eine Henne, aber die hatten wir schon früher. Das ist hier, wer ist denn das? Den hatten wir aber auch schon. Der Steinmetz. Hier der Verrückte. Oder liegt da nur Kleidung? Hey, verstehe ich gerade nicht. Naja, ist auch. Ach, da war irgend so ein Korps. Ah genau, Requirigutetas Korps. Ah genau, da fällt mir ein. Wir müssen mal sowas wie einen Friedhof bauen. Schauen wir mal, wo können wir denn, wo können wir denn sowas machen? Garbage Dump? Nein, das ist ja kein Dump. Die brauchen bestimmt was anderes, nämlich irgend so eine spezielle Area, irgendwas. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier auch? Kann man sowas bauen? Unit List. Nee, eigentlich. Dann muss das sowas sein also so eine Zone sein, in der man sowas abwirft. Körper abwerfen. Ja, dann ist das eben so. Werfen wir die Körper mal. Dumm, die dumm, die dumm. Die werfen wir mal hier hinten ab. Hier machen wir mal so eine Körperzone. Für. Naja, ist ja kein Dump. Garbage Dump ist es ja nicht. Z-Remove. Ja. Es muss doch was anderes sein. Es ist bestimmt ein Stockpile für Refuse auch nicht. Corpses, genau. Da haben wir es gefunden. Stockpile für Corpses. Also Körper. So, dann lassen wir die auch erstmal weiterbauen. Ich sehe da gerade ein Stockpile entstehen, also ein Rum entstehen auf der rechten Seite, da wo die beiden Mineure tätig sind. Da werden wir dann mal einen Friedhof einrichten, so einen kleinen. Ja, wäre vermutlich nicht wohl, nee, das wäre Verschwendung. Machen wir doch was anderes. Wir machen das hier vorne. Wir machen hier noch so einen kleinen Raum hin. Naja, so müsste einfach reichen von der Größe her. So, der wird dann hoffentlich auch bald gebaut. Dann räumen wir da in die Körper hin. Ja, bis dahin können wir den, glaube ich, auch draußen lagern. Den Körper von dem Typen, der da liegt. Ist ja auch ein bisschen respektlos, wenn der da einfach so liegt. So, und da müssen wir jetzt mal die Einstellungen ändern. Da sollen nur Disable, so, und da sollen dann nur Corpses rein. Enable. Okay. Haben was. Die müsste da hingebracht werden. Früher oder später. Bin ich mal gespannt, ob sie es machen. Ja, da hat er jetzt hier der mit dem Bienenhut. Eine Elfenkarawane ist angekommen. Sehr gut. Wir haben aber nichts zu handeln. Die brauchen einen Handelsposten. Ja, wir haben keinen Handelsposten. Momentan haben wir auch nichts zu handeln. Wir wollen gerade gar nicht handeln. So, der Körper ist da eingelagert. Dann dürfte das so erstmal in Ordnung sein, dass der da liegt. Ja, den werden wir dann später mal nach innen verlagern. Ah, da links räumen sie den Stockpile-Raum auch schon frei, also den Friedhofsraum. Da wird er dann platziert. So, Steine noch wegräumen. Dann machen wir da mal einen Stockpile für Körper. Einen noch.
So, Moment mal, wer ist das? Ach, das ist der Hunter. Ja. Okay, so, für Corpses Y. So, dann haben wir jetzt hier unseren neuen Friedhof. Sehr schön. Und den hier, den können wir doch bestimmt entfernen. Oh, schon wieder ein Dieb. Wo ist denn der Dieb? Ah, ich sehe den schon. Da ist der Dieb. Ein Kobold-Dieb. Na gut, dann müsste eigentlich unsere militärische Truppe hier wieder ankommen. Military. Die ist doch bestimmt aktiv. Alert, Equip, Uniforms. Active Train. Die sind aktiv. Wachregion. Und müssen wir mal sehen. Die müssen so jetzt eigentlich müssen die nur angreifen. Wenn ich das nicht vollkommen falsch eingestellt habe, was natürlich sehr gut möglich sein kann. Jetzt wurde ja auch noch hier beim, wurde einer beim Fischefangen unterbrochen von dem Kobold. Ist ja nicht zu glauben. Aber die fischen auf jeden Fall jetzt hier vorne bei dem Teich. Der ist deutlich näher als da unten der Fluss. Ist auch noch Eisschollen fließen da auch noch so rum. Wenn ich das nicht falsch interpretiere. Naja, okay, dann geht's mal weiter. Da ist er da wieder, der Kobold. Wieso greifen die den denn nicht an? Die müssen den noch angreifen. Squads vielleicht. The Wall Mines. T für Active. Active. Ich verstehe es nicht. Ich habe das jetzt auch extra nicht in der Wiki nachgeguckt. Weil ich. Ah, Moment. Ich sehe gerade, wir haben hier unten. Ah, wir haben hier was vergessen. Wir haben hier unten überhaupt keine Wand gebaut. Hier, die haben wir weggerissen. Die müssen wir mal ganz schnell neu bauen. Ja, das sieht sonst ein bisschen eng. Irgendwie kann er da wohl doch durch, oder? Moment. Wir bauen da auf jeden Fall erstmal eine neue Wand aus Gabbro. Okay, so. Militär. Da nochmal rein. Wir haben neun Wrestler, neun Ringer. Ja, wieso statten die sich denn hier nicht aus mit Waffen? Equip. Sign Uniforms. Weapon. Specific Weapon. Ja, Training Axe. Ah, wir haben ja hier nur die Trainingswaffen. Okay, ja. Dann soll er sich mal einen Trainingsspeer nehmen. Also, wir schauen einfach mal, ob das hier was gibt. Der müsste eigentlich angegriffen werden. Und sind die dem auf den Fersen? Nein. Der macht, was er will. Der Kobold. Oder? Jetzt sehe ich den Kobold auch nicht mehr. Zwischendurch verwechsle ich den immer mit dem hier, mit dem militärischen Kommandanten. Also wo ist denn jetzt der Kobold hin? Also ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Okay, das ist schon mal gut. Gut, wir können ja mal auf hier auf die Benachrichtigung gehen. So, Fisch kann nicht gefangen werden, weil ja Fischfänger vom Kobold unterbrochen wurde. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Der ist dann bestimmt hier unten am Teich gewesen, irgendwo. Wir können uns das einmal mal anschauen. Ja, da hat er die unterbrochen, aber da ist er nicht mehr.
Tja, dann kannst du weitergehen. Solange wir den nicht sehen, ist eigentlich alles in Ordnung. Dann hat ihn vielleicht doch schon jemand erledigt. Also hier soll man nicht. Ich sehe den nicht. Aber unten, da wird die Wand gebaut. Das ist schon mal gut hier, Außenwand zu bauen. Kann nicht schaden. Ja. So, und was war das hier unten gerade für eine Meldung? Wo ist denn jetzt? Da oben ist der Zeiger. Unten ist ein Fragezeichen. Der Milka. Und ein Zwergenbaby. Sieh an. Gedanken. Tja. 26 Tage alt. Sehr schön. Naja, kleines Baby eben. So, oh, was sehen wir denn da? Moment. Seht ihr das auch? Da ist eine Sau. So, und die packen wir uns doch mal. Und räumen die Sau. Die Sau, die kommt. Die Sau, die kommt hier rein, in diese Zone. So, da kommt man hier rein. N. Versuchen wir mal die. Wo finden wir denn die Sau? Ist die schon. Ist die dabei? Ich sehe hier keine Sau. Doch, da ist die Sau. Ja, dann haben wir jetzt noch eine Sau dabei. Wunderbar. Sehr schön. Wenn dann noch eine zweite Sau hier irgendwo auftauchen sollte, die sich dann auch vermehren. Okay, dann kann es weitergehen. Und wir schauen mal hier oben rein. Da schlafen schon ein paar. Ja, da fehlen immer noch ein paar Bodenteile, die noch nicht eingebaut haben. Ach genau, und wir haben wieder Platz für neue Betten. Und könnten dem hier der arbeitet gerade ja nicht. Dann könnten wir mal sagen, dass er Betten herstellen soll. So ein paar 10 Stück oder was. Ja, ungefähr. Gut, dann können wir auch mal Remove Designation. Hier unten. Das kann man mal removen. So, bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich glaube kaum. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz mit dem den Designations. Naja. So, und dann können wir auch mal hier alles entfernen. Dieses Stück und durch richtige Mauern ersetzen. So, das wäre auch mal nicht schlecht. Oh, es ist Sommer. Dann dürften jetzt auch die Eisschollen weg sein. Da ist es vielleicht doch Wasser. Es ist vielleicht die Gischt. Und so langsam, mal, wir sehen hier die Bienen rausströmen oder ausschwärmen. Da können wir auch bald mal hier vielleicht einen Bienenschwarm einfangen. Zumindest hier mal Bienen bewirtschaften. Müssen wir mal schauen. Haben wir hier auf jeden Fall noch nicht gemacht. Wäre eine interessante Sache. So. Was haben wir noch? Was liegt denn da? Das ist doch bestimmt Kleidung. Das ist Kleidung, ja. Das ist Seide. Riesenspinne. Lamawolle. Lamawollensocke. Das ist bestimmt von dem Typen, der bei uns mal gestorben. Ach, das ist bestimmt von dem Kobold. Dann haben sie hier den Kobold erschlagen. Ja, das könnte sein. Das ist ja cool. So, und jetzt sehen wir auch gerade. Ups, jetzt sehen wir auch, unser Stockpile hier links ist voll. Der hier. Und deswegen haben wir bestimmt auch den neuen gebaut. Und sowas hier, nein, nicht Animals, sondern Custom Stockpile.
So. Also, nein, jetzt haben wir unten einen falschen Stockpile gebaut. Ah, so geht das. Okay. So, jetzt neu in Stockpile. C. Und mit T ändern wir mal die Einstellungen. Your Furniture ist okay. Munition. Okay. Geld von mir ist auch. Kleidung. Waffen. Und Rüstung. Gut. Und dann dürfen Sie das gerne nochmal einbauen, hinrollen. So, Einstellungen waren richtig. Schauen wir mal. Ja. Okay. Dann kann es hier weitergehen. Die Klamotten, die liegen ja schon an der richtigen Stelle. Die können da wohl bleiben. So, wir können jetzt auch mal wieder ein paar Betten hier oben hinrollen. Ja, oder wir belegen natürlich, wir könnten natürlich auch zuerst mal hier den Boden da richtig verlegen. So, Floor. Machen wir mal. So, und da legen wir hin Gabbro-Blocks. Jo. Und dann nochmal Floor. Und da dann Siltstone-Blocks. Ne, da haben wir nur 4 Stück von. Gabbro-Blocks haben wir noch ein paar. Nochmal Floor. Da kommt dann normaler Boden wieder hin. Aus Gabbro. Okay, ja, wir haben nur noch 6 Gabbro-Blocks. Und hier oben genauso. Gabbro. Und einen drüber nochmal. So. Wir könnten auch Siltstone machen, das wäre auch eine Idee. Schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Haben wir noch gar nicht hier. Einfach in Siltstone. Gut. Dann haben wir... Ja, haben wir das hier bald. Da muss noch einiges hingeräumt werden. Dafür, dass wir so viele Idler haben, ist das eine Menge. Ah, da oben. Seht ihr die Typen, die da oben sitzen oder stehen? Das hier sind wirklich jetzt... Die sind mit Militär beschäftigt. Sehr gut. Ich glaube, ich wollte hier noch die... Archery Ranges wegräumen. Also diese Teile hier oben. Die müssen mal weg, weil die im Weg sind. Also weil die nicht die Position haben, die ich mir gedacht habe. Remove. Das mal removen. Geht das so? Ich glaube nicht. Muss man wahrscheinlich hier reingehen. Remove Building, aber hier ist es auch nicht bei. Das war bei wirklich bei Designations. Da war Remove Construction genau N. So, hier war das. Und dann remove man das mal. Huch. Ja, remove. Okay. Bin ich gespannt, ob das entfernt wird. Dann können wir das ja mal neu bauen direkt. Das war eine. Puh, jetzt müssen wir wieder finden. Archery Target, genau, das mal bauen. So, setzen wir dann da oben hin. Muss ja aus Lärchenholz von mir aus. Okay. Dann könnten wir vielleicht noch ein paar Tierfallen bauen. Hey, das wäre eine Idee. Aber ich glaube, dafür brauchen wir dann die. Die müssen wir vorher gebaut haben. Nö. Aha, vielleicht hatten wir die auch einfach schon. Finde ich auch möglich. Ich weiß auch gar nicht, wie die funktionieren, aber einfach mal machen. Ey, das war jetzt ein Archery-Target. Ah, toll. D und wieder Remove Construction. So. Ja, einfach so. Ich weiß es nicht. Und D, Remove Designation. Ist ja noch nicht gebaut. Na. Schauen wir mal. Tja. So, jetzt müsste eigentlich mal... Ah, hier oben, das funktioniert auf jeden Fall mit dem... Da, ich kann den Monster zeigen. Das funktioniert auf jeden Fall, das zu entfernen. Und
Sehr gut. Die sind bestimmt erstmal gebaut, um dann entfernt zu werden. Naja, auch nicht weiter tragisch. So, wir haben einen weiteren Zimmermann. Auch schön. Hier liegt weiterhin der Tote. Und hier wird jetzt Zeug eingelagert. Sehr gut. Was kommt denn da hin? Das ist ja. Moment, das ist doch. Ist das Rüstung? Ist das Kleidung? Ach, das sind Socken. Cool. Na, sehr schön. Kleidung ist das auf jeden Fall. So, und wird hier oben Kleidung hergestellt? Natürlich wird hier gar nichts mehr hergestellt, hier oben. So, das macht er endlich. Der stellt hier nichts mehr her. Der hat gerade ein Bett hergestellt. Dann kann der mal. Was kann er denn herstellen? Der kann noch ein paar. Na. Was kann der herstellen? Der könnte mal ein paar weitere Fässer. Ne, Fässer haben wir noch genug. Der braucht gerade gar nichts herzustellen. Aber hier, der Steintyp eigentlich auch nicht. Wir könnten jetzt mal eine Schmiede gebrauchen. Wir könnten jetzt mal einen Workshop bauen. Schmiede. So, dazu brauchen wir aber auch ein Furnace. Das ist dann genau sowas, wo wir hier so wo wir Metall schmelzen können. Machen wir die mal aus Gabo. Naja, schauen wir erstmal. Ich glaube, Wood Furnace ist dann sowas wie eine Kühlerei, bin mir aber nicht ganz sicher. So, gehen wir mal weiter bei den Workshops schauen. Da brauchen wir dann den Metalsmith's Forge. Das ist dann hier die Spiele vom Schmied eben. So. Iron Anvil hat er, Gabbro hat er auch. Gut. Okay. Dann lassen wir das mal bauen. Schauen wir uns das mal an. Da sieht noch ein bisschen was dauern, bis das fertig ist. Okay, sehr gut. So, inzwischen haben wir hier auch hier den kompletten Bereich weggeschlagen. Hier könnten wir ein paar Felder einrichten, aber das wäre natürlich nicht das, was wir hier uns gedacht haben. Wir müssen jetzt vor allem mal neue Wände da bauen. Das geht ja so nicht, dass man da einfach reinkommen kann in unser Heim hier, in unsere Festung. Ohne Wege hier, das geht gar nicht. So, machen wir die mal so, aus Gabbro. Und dann hier oben noch eine Wand, auch aus Gabbro. Sieht schon besser aus. Okay. Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Platz. Da können wir vielleicht noch weiteren Stein einlagern. Müssen wir mal sehen. Können wir dann. Oh, die Dingens. Na, die Händler, die hauen bald wieder ab. Oh, und Kea hat was geklaut. Wir haben hier einen Vogel im Lager, ein Kea. Der klaut hier. Wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ich komme mal wieder bei dem hier rein. Bei Announcements. Kann man sich nicht anzeigen lassen. Schade. Na gut. Ich sehe den erstmal nicht. Der ist wohl weg. Naja, vielleicht kann man ihn auch gar nicht sehen. Okay, naja, okay. Schade, Pech und interessant auf jeden Fall. Na gut, ich sehe auf die Uhr und da steht drauf, wir machen jetzt eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!